Ja, hallo und herzlich willkommen bei Herzogs Barbecue. Willkommen zu einem kurzen, knackigen, kleinen Video. In diesem Video werden wir Drumsticks vom Traeger Pellet Smoker machen und wie das funktioniert, seht ihr hier. Falls euch dieser Kanal gefällt und ihr ihn noch nicht abonniert habt, so gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar oder abonniert kostenfrei meinen Kanal. Ja, als erstes kommen wir hier erstmal zur Würzmischung. Das ist etwas Ketchup, ein bisschen Wasser. Ein Löffel Bombay Chicken Wings von Ankerkraut, 2 Teelöffel brauner Rohrrohrzucker, etwas Salz, darf natürlich auch nicht fehlen. Und in diesen kleinen Döschen hier links im Video seht ihr, das ist Zwiebelgranulat und Knoblauchpulver. Und jetzt wird es richtig eklig, wir geben nämlich ein bisschen Maggi dazu. Nein, das schmeckt hinterher ganz gut. Ich weiß nicht, wer auch sein Hähnchen ganz gerne mit Maggi isst, also ich bin so ein Kandidat. Ich finde Maggi und Hähnchen, das passt wie die Faust aufs Auge. So, nachdem wir das Ganze dann gut durchgerührt haben, haben wir hier erstmal die Hähnchenbeine, die Drumsticks. Und die können wir jetzt erstmal ein bisschen würzen damit. Wir verteilen das erstmal hier großzügig über die ganze Fläche. Und dann geht's auch los. Ja, wenn das Ganze dann so aussieht, dann dürfen die Hühnchenbeine erstmal wieder in den Kühlschrank. So gute 3-4 Stunden marinieren. Soll ja auch ein bisschen Geschmack an die Sache. So, draußen angekommen im Grillport geht es auch direkt weiter. Ich habe hier den IKEA Tellerhalter, auch bekannt als Spare Rib Halter und in der Grillszene. Und den missbrauchen wir heute ein anderes Mal, nämlich mit oder als Halter eher gesagt für diese Drumsticks. Ja, ich stelle jetzt gleich fest, dass das hier nicht so gut funktioniert und 3 pro Halter sind ideal, musste ich dann feststellen. Aber ein bisschen Equipment bei IKEA eingekauft, das kostet ja auch alles da nur ein paar Pfennig. Deswegen habe ich da glücklicherweise mehrere von. So können wir uns behelfen. Ja, das ist ein bisschen fummelig, aber wie ihr seht, es funktioniert dann doch. So, fix nochmal rein ins Haus und den zweiten Halter geholt. Tada! Ja, und da ich heute alleine essen muss, gibt es natürlich auch nur 6 Beinchen für mich. Ist trotzdem eine wahnsinnige Menge, vor allen Dingen, wenn man es noch mit einem leckeren, knackigen Salat isst. Es eignet sich aber auch super, wenn man ein paar Jungs da hat zum Fußball gucken oder so als Fingerfood. Schmeißt da den ganzen Grill voll. Optimal. Die müssen natürlich aber auch nicht unbedingt hängen, ne? Die können auch ganz normal auf dem Grillrost liegen. Ja, falls euch über die Rauchschwaden schon gewundert habt, der Pellet Smoker ist schon hier am Aufheizen. 70 Grad hat er aktuell. Wir peilen erstmal so 160 an, beziehungsweise erstmal 120, dass wir ein bisschen Raucharoma dran bekommen. Dann gehen wir hoch auf 160. Aber das seht ihr jetzt ja alles hier weiter im Video. Ja, die Kollegen stellen wir erstmal hier aufs Grillrost. Und dann dürfen die erstmal ein bisschen schwitzen. Ja, dann nach einer guten halben Stunde ungefähr, dann, also in einer halben Stunde bei 160 Grad. Ich habe hier noch so eine kleine Marinade vorbereitet. Die besteht eigentlich nur aus Wasser, etwas Apfelsaft und dem Curry-Gewürzketchup von Devilly oder so ähnlich. Also auf jeden Fall die Currysoße von McDonald's quasi. Damit pinseln wir die jetzt ein bisschen ein. Das Ganze wiederholen wir danach dann nochmal einmal, wenn das Zeug ein bisschen angezogen hat. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt mittlerweile ein richtiger Pellet-Smoker-Freund geworden, weil gerade durch dieses Fettauffangblech da drunter und dieser Ablauf in den Fetteimer ist das Ding so geil sauber zu halten. Und man kann halt auch mal richtig rumsauen, weil es tropft eh alles nach unten auf diese Aluminiumfolie. Und ja, ne, die schmeiße ich weg, beziehungsweise mache die erst noch 2-3 Mal mit dem Holzschaber sauber. Und wenn die dann irgendwann total pekig ist, dann kommt eine neue drauf. Super geil, super einfach. Also es ist der Grill, der mit Abstand am schönsten zu reinigen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie man sieht, durch die Glasur haben sie schon ein bisschen die Farbe verändert. Wir pinseln noch hier ein zweites Mal, doppelt gemoppelt hält besser. Und dieser Duft, Freunde, das ist fantastisch, ne? Nach dem zweiten Glasieren übrigens stelle ich den Grill auf 220 Grad hoch, beziehungsweise 225. Aber das seht ihr jetzt gleich auch im Video. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass die Haut noch ein bisschen knackiger wird und die Glasur ein bisschen schneller anzieht. Ist jetzt aktuell beim Aufheizen. Wie gesagt, von 160 Grad habe ich jetzt hochgestellt auf 225. Er heizt hoch. Ja, so die Drumsticks, die brauchen noch nicht so lange, ne? So knappe 90 Minuten, dann sind die fertig, die Kollegen.
Und natürlich noch saftig, ne? Die sind dann nicht furztrocken. Ah, sieht das nicht schon gut aus? Ein bisschen brauchen sie noch, wie man sieht. So einen ganz klitzekleinen Moment. Ein wahrer Traum. Ja, und so sieht das Ganze dann auch schon fertig aus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie eingangs erwähnt, schreibt ein nettes Kommentar, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Viel Spaß mit diesem kurzen, kleinen, knackigen Video. Bis bald. Ciao.